Also gestern habe ich mit Schwarz gespielt, die erste Runde, und bin sehr gut aus der Eröffnung gekommen und stand wahrscheinlich sogar schon leicht besser. Also ich war ein bisschen unzufrieden, dass ich das Remis genommen habe, anstatt noch weiter zu spielen, aber im Endeffekt war natürlich alles gut. Und heute bin ich, denke ich, gut aus der Eröffnung gekommen und hatte eine super Stellung, und es war sehr, sehr unangenehm für ihn zu spielen. Er hatte wenig Zeit und irgendwann ist er dann zusammengebrochen. Okay, sehr gut. Hast du viel Zeit genommen zu präparieren für diesen Match? Es geht eigentlich. Also schon ein bisschen. Das letzte Turnier, was ich gespielt habe, war irgendwie Anfang August. Das heißt, ich hatte jetzt relativ lange Zeit. Ich hatte auch Klausurenphase jetzt aber zwischendurch. Deswegen habe ich nicht nur auf Schach konzentriert. Aber die Eröffnungen in diese Partien, war es, was sie erwartet hat? In beiden Partien wurde ich eigentlich überrascht. Also er hat beide Male irgendwas gespielt, was ich überhaupt nicht erwartet habe. Aber ich glaube, beide Male hat es ihm nicht wirklich geholfen, dass er irgendwas Neues gespielt hat. Aber und bist du schon die nächste gegen Opponent? Wesley So. Ich habe noch nie gegen ihn gespielt und ja, ich habe seine erste Partie gesehen, die von heute habe ich nicht gesehen. Aber sie hat viele Partien von ihm gesehen, ne? Ja, klar. Insgesamt natürlich schon. So, was denkst du? Du hast Wesley und du haben jetzt einen Tag frei. Was denkst du von ihrer Chance? Es wird natürlich schwierig gegen Wesley, das ist klar, aber gut, ich habe halt keinen Druck. Also ich meine, wenn ich rausfliege, fliege ich raus, und ansonsten, ich gucke halt einfach, was geht in den Partien. Eine spezielle Strategie vielleicht? Weiß ich ehrlich gesagt noch nicht wirklich. Also einfach so gut Schach spielen, wie es geht, und gucken, was passiert. Okay, danke schön.